Buenos dias, ihr zukünftigen Millionäre. Welche Kryptos haben die gleiche Gefahr wie Luna, könnten untergehen und sterben an einem einzigen Tag, wie Luna und UST? Welche Stablecoins haben diese Gefahr? Ein bisschen Bildung, was algorithmische Stablecoins angeht. Welche Stablecoins ich selber benutze und empfehlen würde? Wichtige Fragen und Informationen und sehr viel mehr gibt es im heutigen Video. Zurücklehnen und genießen. Ich würde mich über ein Like und Kommentar freuen, da ihr mich so am besten unterstützen könnt und den Algo kräftig pusht für mich. Ich verteile zudem immer mal wieder zufällig gratis USDT an einen zufälligen Like und Kommentar. Falls euch meine Gruppen überhaupt nicht interessieren, oben links im Video könnt ihr sehen, wann der Videoinhalt beginnt und bis dahin überspringen. Falls ihr in die Telegram-Gruppe von mir wollt, mit exklusiven Tipps, schnellen Signalen und Ordern und ab und zu Empfehlungen für extrem starke kleine Krypto-Projekte und die wichtigsten News und wie man handeln muss in jeder Marktsituation, wie meine Mitglieder die diverse Kryptos an den Tiefpunkten kaufen konnten, genau diese Kryptos und weitere mit meinen Sell-Orders an den Höhepunkten verkaufen konnten, aber auch viele wichtige Inhalte und Signale für Leute, die nicht aktiv traden, sondern einfach nur hodeln und der Discord, der sozusagen eine perfekte Anfängerausbildung ist und alle wichtigen Themen für Anfänger behandelt, um in diesen Markt einzusteigen. Dann seid ihr in meinen Gruppen richtig. Vor allem in der aktuellen Marktphase, wo man so viel machen kann, um seinen zukünftigen Profit zu maximieren. Eine Mitgliedschaft ist erfordert für den Zugang zu den Gruppen. Stoppt das Video kurz und lest das Angebot hier auf dem Bild durch. Zu den Gruppen kommt man mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. Das, was mit Luna passiert ist, ist schrecklich. Man kann fest davon ausgehen, dass Luna tot ist, genauso wie sein Stablecoin UST. Alles, was der CEO Dokwon da noch plant und zur Rettung vorhat, hat eine 0,1%ige Chance zu klappen, wenn nicht sogar weniger, und Luna wieder retten zu können. Aber aufgrund der Infrastruktur, des Aufbaus der Blockchain in Verbindung mit seinem algorithmischen Stablecoin, hat man sich wohl oder übel leider sein eigenes Grab geschaufelt. Ich konnte in meinen Gruppen bei ca. $32 noch davor warnen, in Luna oder UST zu investieren, weil mir das da schon ziemlich komisch vorkam und ich mir schon ziemlich sicher war, dass dieses Projekt sterben wird. Denn das ist im Kryptomarkt absolut möglich, wie ich immer wieder in meinen Gruppen warne oder in ein paar meiner letzten Videos. Sehr viele Kryptos werden sterben, ich benutze gerne die Zahl 95%. 95% aller Krypto-Projekte heute sehe ich in 10 Jahren nicht mehr auf diesem Markt. Das ist nichts Abnormales, das ist völlig logisch, es braucht nicht 2000 Kryptos für eine Branche, wenn 5 bis 10 Stück alles machen können und die Besten darin sind. Genauso ist es mit den Internetfirmen gewesen, genauso ist es in allen finanziellen Bereichen. Du kannst 20 Paar Schuhe haben, dennoch gibt es immer diese 1 bis 2 Paare, die du trotzdem am liebsten und am meisten trägst und die anderen braucht es nicht wirklich. Komischer Vergleich, aber hoffentlich versteht ihr die Message. Ich möchte mir heute gewisse Projekte und Kryptos anschauen mit euch, die die gleiche Gefahr bzw. eine hohe Gefahr haben, wie Luna komplett zu crashen. Vor allem möchte ich mir Stablecoins, algorithmische Stablecoins und Kryptos anschauen, die mit solchen verbunden sind, so wie Luna es war. Ich möchte erklären, welche Stablecoins die sichersten sind und ich selber auch bevorzuge und warum und welche man meiden sollte. Zuallererst beginnen wir aber mal mit ein paar Basics, ganz kurz. Was genau ist eigentlich ein Stablecoin und was wiederum ist ein algorithmischer Stablecoin? Was ist ein Stablecoin? Kryptos wie Bitcoin und Ethereum sind für wilde Wertschwankungen bekannt, die Anleger nervös machen. Stablecoins sind, wie ihr Name schon sagt, darauf ausgelegt, ihren Wert stabil zu halten. Die meisten Stablecoins sind fest an eine traditionelle Fiat-Währung wie den US-Dollar oder an einen Rohstoff wie Gold gekoppelt. Investoren kaufen sie, um Geld zu speichern und Geschäfte innerhalb der Kryptowährungsinfrastruktur zu erleichtern. Sie werden auch für andere Arten des Finanzaustauschs verwendet, zum Beispiel für die Kreditvergabe, die Kreditaufnahme oder den Versand von Zahlungen ins Ausland mit weniger Reibungsverlusten als über eine traditionelle Bank. Ihre angebliche Stabilität hat diese Token zum Fundament des Krypto-Ökosystems gemacht. Der kollektive Marktwert aller Stablecoins ist nach Angaben der Federal Reserve im März dieses Jahres auf 180 Milliarden Dollar angewachsen. Aber lasst euch nicht vom Namen täuschen. Nicht alle Stablecoins sind per se stabil. Einige Stablecoins haben eine 1:1 Verbindung zu realen Vermögenswerten, dem US-Dollar. Andere sind an Anleihen gekoppelt, deren Wert schwanken kann. Aber es ist der eigenwillige Cousin der Stablecoins, der algorithmische Stablecoin, der in den letzten Wochen eine Panik unter den Anlegern ausgelöst hat. Auch wenn sie ähnlich klingen, sind die algorithmischen Stablecoins funktional gesehen ein ganz anderes Tier. Der algorithmische Stablecoin. Die meisten Stablecoins sind durch reale Sicherheiten wie Dollar- oder Bargeld-Äquivalente gedeckt. Aber algorithmische Stablecoins sind nicht unbedingt durch einen realen externen Vermögenswert abgesichert und verlassen sich auf komplexe Finanztechniken, um ihren Wert stabil zu halten. Und wenn sie fallen, neigen sie dazu, stark zu fallen. Man nennt dies bei solchen Stablecoins Todesspirale, so wie es bei Luna der Fall war.
Algorithmische Stablecoins sind nur eine schicke Art zu sagen. Wir werden sagen, dass dies ein Dollarwert ist, weil es durch einen anderen Vermögenswert gedeckt ist, den wir ebenfalls aus dem Nichts erschaffen, sagt Charles Cascarilla, der Geschäftsführer und Mitbegründer von Paxos, einem Blockchain-Infrastrukturunternehmen. Wir machen daraus ein riesiges Ponzi-Schema und hoffen einfach, dass es stetig wächst und nicht zusammenbricht. Wir wollen die Leute locken mit hohen APIs und hoffen einfach, dass sie ihr Geld nie rausziehen. Im Fall von TerraUSD ist dieser andere, aus der Luft gegriffene Vermögenswert die Kryptowährung Luna gewesen. Es gibt aber im Kryptomarkt noch viele andere algorithmische Stablecoins. Zum Beispiel gab es den MTZ-Dollar, welcher schon gestorben ist. Genauso wie den DSD, der auch schon gestorben ist. Erkennt ihr das Muster? Algorithmische Stablecoins sind fast immer dem Untergang gewidmet. Es sind fast immer Ponzi-Schemas, die irgendwann zusammenbrechen. Ein berühmteres Beispiel ist Frax, welcher sogar auf Platz 210 aller Kryptowährungen ist und zum Beispiel vor Alchemy Pay ist im Ranking des Market Caps. Frax ist durch diverse Anlagen gedeckt wie USDC, andere Kryptos, aber eben auch seinem eigenen Token, den Frax Share, welcher zum Beispiel auf Platz 171 ist. Ich vermute, dass auch da irgendwann die Todesspirale eintreffen wird. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, das System ist ähnlich wie bei Luna. Es gibt zum Beispiel auch den Chelo-Dollar, welcher auf Platz 355 aller Kryptowährungen ist. Auch ein algorithmischer Stablecoin, auch nur so lange sicher wie es läuft, bis es dann mal komplett zusammenbricht. Steam-Dollar. Sogar ein algorithmischer Stablecoin auf dem Phantom-Ökosystem hat letztens seinen Pack verloren. Hey, heißt der Stablecoin. Hier kann ich aber direkt entwarnen, der Day-Stablecoin ist nicht großartig eingebunden im Phantom-Ökosystem, weshalb das da keinen großen Einfluss auf Phantom haben wird. Außerdem ist Day winzig, die Angaben auf CoinMarketCap stimmen nicht, da ist nicht besonders viel Geld drin, ist ja sogar irgendwo auf Platz 3000 auf CoinMarketCap, sprich nicht mal genau ranked wie die meisten Shitcoins zum Beispiel, also kein Grund zur Sorge für Phantom-Halter. Viele Ökosystem-Stablecoins werden von externen Teams aufgebaut im Ökosystem einer Kryptowährung und an diese Krypto gebunden. Auf Phantom gibt es zahlreiche Stables, auch auf anderen Ökosystemen. Fatal wird es erst, wenn es offiziell vom eigenen Krypto-Team eingebunden und aufgebaut wird, wie eben bei der Luna Foundation der Fall war. Bei allen anderen mache ich mir keine Sorgen. Ihr habt sicher auch schon mal von Cardano und Coty Stablecoin Diet gehört. Dies ist auch ein algorithmischer Stablecoin, aber hier kann ich auch direkt entwarnen. Hier besteht nicht die Gefahr wie bei Luna, weil sie genau wegen der Todesspirale und diesem Risiko ein System eingebaut haben und es so designt haben, dass das nicht passieren kann. Auch ein Grund, warum Cardano meine Lieblings-Ökosystem-Krypto ist. Bevor sie irgendetwas für den schnellen Wachstum und Hype machen, testen sie es sehr lange und ausgiebig, damit es langfristig Erfolg hat und gut ist und sicher. Das Problem bei den ganzen algorithmischen Stablecoins ist, dass das gesamte Ökosystem davon abhängt, dass die Händler den Wert von der gekoppelten Währung glauben. Unser bestes Beispiel, dass alle Investoren an Luna glauben. Sobald die Investoren das Vertrauen in das System verlieren, sind alle Wetten verloren und alles geht zusammen unter. Jeden Morgen könnten die Leute aufwachen und sagen, Moment mal, ihr habt euch das alles nur ausgedacht, es ist wertlos, und beschließen, ihre Lunas und Terras loszuwerden. Die Räder kamen bei Luna ins Rollen, als die Anleger begannen, sich sowohl aus Terra als auch aus Luna zurückzuziehen. Dies ist genau die Todesspirale, aus der es keine Rettung gibt. Aber was ich auch ansprechen möchte, es gibt sogar bei den normalen Stablecoins eine Gefahr des Depeggings, auch wenn es dort viel unwahrscheinlicher ist, aber ihr habt doch alle schon mal von den Risiken von USDT, also Tether, gehört. Was hat es damit auf sich? Welche Risiken hat Tether? Was ist meine eigene Empfehlung? Welche Stablecoins sind die besten? Kommen wir erstmal zu Tether. Tether ist nur zu 2,9% durch Barreserven gedeckt, der Rest kommt in anderen Formen. Das Halten von Tether ist nicht dasselbe wie das Halten von US-Dollars. Der Preis mag an den Dollar gekoppelt sein, aber wenn es einen Ansturm auf Tether gäbe, viele Leute versuchten ihr Tether in Dollar zu tauschen, gibt es keine Garantie, dass das Unternehmen genug Bargeld hätte, um auszuzahlen. Ursprünglich hatte Tether behauptet, dass jeder USDT durch einen US-Dollar in seinen Reserven gedeckt sei, aber die Realität ist komplizierter. Tether ist durch eine Mischung aus Bargeld, Bargeldäquivalenten, gesicherten Krediten, Unternehmensanleihen und sonstigen Anlagen gedeckt. Letztes Jahr veröffentlichte das Unternehmen Einzelheiten zu seinen Rücklagen in einem Tortendiagramm. Die Aufschlüsselung zeigte, dass sie 75,9% in Barmitteln und Barmitteläquivalenten hielten. Bei näherer Betrachtung zeigte sich jedoch, dass nur ein kleiner Teil der 75,9% in Bar gehalten wird.
Was gab es sonst noch so Kurioses bei Tether? Tether hatte Probleme mit der New Yorker Staatsanwaltschaft. Die New Yorker Behörden haben einige der strengsten Kryptobestimmungen des Landes eingeführt. Und die New Yorker Gerichte waren bei der Verfolgung von Kryptokriminalität am aktivsten. Im Februar schloss die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft nach einer 22-monatigen Untersuchung einen Vergleich mit iFinex, der Muttergesellschaft von Tether und der Kryptowährungsbörse Bitfinex. Die Ermittler beschuldigten die Unternehmen, unrechtmäßig Verluste zu verbergen. Generalstaatsanwältin Letitia James sagte, die Behauptung von Tether, seine virtuelle Währung sei jederzeit vollständig durch US-Dollar gedeckt, war eine Lüge. iFinex musste eine Geldstrafe in Höhe von 18,5 Millionen Dollar zahlen und darf nicht mehr in New York tätig sein. Das Unternehmen muss vierteljährlich Berichte über seine Reserven vorlegen und das Unternehmen selbst streitet jegliches Fehlverhalten ab. Außerdem, Tether Limited ist auf den britischen Jungferninseln ansässig und verfügt über keine Finanzlizenz, daher ist es nicht als Finanzinstitut reguliert. Also, was sind die sichersten Stablecoins und welche benutze ich selber? Während USDT eine Reihe von Gerichtsverfahren durchlaufen hat und Untersuchungen gezeigt haben, dass es nicht wirklich vollständig durch Reserveaktiva gedeckt ist, werden Stablecoins wie USDC oder der Binance USD, also BUSD, von vertrauenswürdigen Organisationen ausgegeben, die transparenter sind. USDC, ebenfalls 1:1 durch USD gedeckt, wird von denselben Personen verwaltet, die auch Coinbase, die zweitgrößte Kryptobörse nach Volumen, betreiben. USDC ist ebenfalls vollständig durch Rücklagen gedeckt und unabhängige Prüfer haben diese Rücklagen verifiziert. Aus diesem Grund halten viele Menschen USDC für den sichersten Stablecoin. Auch BlackRock, Fidelity und andere große Banken und Investmentgesellschaften haben in USDC und das Unternehmen Circle investiert. Dies ist einer der größten Legitimitätsbeweise, die es geben kann. USDC wird immer wieder geprüft und ist mit den amerikanischen Behörden in vollem Einklang. Unter den besten Stablecoins wird USDC oft als der sicherste Stablecoin bezeichnet. Dennoch behaupten einige Kryptowährungsinvestoren, die es mit der Dezentralisierung ernst meinen, dass DAI sicherer ist als USDC, weil sie glauben, dass es weniger anfällig für einen Absturz oder Angriff ist, da es nicht von einem zentralisierten Herausgeber kontrolliert wird. Und DAI ist somit der beliebteste dezentralisierte Stablecoin. Meine zwei Optionen wären also USDC oder BUSD. Wenn ihr es richtig dezentral mögt, dann DAI. Ich muss jedoch sagen, dass ich DAI für ein wenig riskanter halte. Außerdem ist es völlig egal, mit welcher Kryptowährung ihr Kryptos kauft oder verkauft. Ob ihr mit dem Stablecoin USDT oder USDC oder irgendeinem anderen Stablecoin etwas mal gekauft habt, dann habt ihr am Ende nur noch die gekaufte Krypto. Ihr habt also mit dem Stablecoin nichts mehr am Hut. Die sichersten Stablecoins sind vor allem für die Leute wichtig, die viele Stablecoins als Reserve halten, irgendwo staken oder irgendwo liegen haben und das langfristig. Hier würde ich dann wirklich den Umstieg auf sichere Stablecoins empfehlen. Ich erwarte nicht, dass USDT untergeht oder explodiert und den Markt erschüttert, so wie viele das immer wieder behaupten. Während ich nicht viel von USDT halte und es aufgrund seiner Vergangenheit und dubiosen Praktiken niemandem empfehlen würde, sondern eher USDC und BUSD, ist das bei USDT nochmal etwas universal anderes als bei UST. USDT ist kein algorithmischer Stablecoin wie UST, zudem ist USDT mit Abstand der größte Stablecoin und hat das meiste Volumen und Börsen wie Binance, Bitfinex, Coinbase und viele mehr besitzen riesige Liquiditätsmengen und es liegt auch in ihrem aller Interesse, dass da niemals irgendwas passiert. Also sollte USDT jemals auch nur irgendwie unter Druck geraten, denke ich, dass die größten Krypto-Player sehr schnell eine Lösung finden, um Schlimmeres abzuwenden, da USDT überall mit drin hängt und eine Kaskade bei ihnen fatal wäre. Zudem haben sie durch die schlechte Presse der letzten Jahre, die vielen Untersuchungen, die vielen Burns und vielen Gegenmaßnahmen sehr viel getan, um wahrscheinlich nie in Gefahr zu kommen. Nichtsdestotrotz geht Sicherheit vor und man ist einfach am sichersten und kann problemlos schlafen mit USDC oder BUSD statt USDT oder anderen algorithmischen Stablecoins. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar zu meiner Unterstützung. Und vergesst bitte nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung. Und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.